Recht herzlich willkommen zur 163. Folge von Simotrans. Ja, wir mussten noch ein bisschen nach der Post gucken. Ne? Das war unsere Geschichte, die wir falsch gedrückt. Jetzt müssen wir mal gerade gucken. Wir waren. Achso, ja. Hier müssen wir hin. Wir hatten das, glaube ich, beim Bringens Auswählen des letzten Bullis gesehen. Haben aber dann gesehen, dass es hier Post gibt, Postrouten gibt, Post Waldeck zum Beispiel. Da fährt jetzt einer und der fährt ja alles irgendwie ab, ne? Gucken wir mal, wo Waldeck. Das war Waldeck, ne? Ja, genau. Was läuft denn in Waldeck mit dem Postwagen? Wir sind in Waldeck und wir sehen jetzt hier keine. Achso, Quatsch. Jetzt wir müssen auf ändern gehen, dann sehen wir auch, wo er hinfährt. Also, so wie es aussieht. Ist das da auch rot? Der fährt überall hin. Das ist schon mal richtig. Na, da zum Beispiel nicht. Ist aber auch nicht schlimm, weil wir müssen jetzt mal gerade schauen, was macht denn der Busverkehr in der Stadtbus Waldeck? Der fährt doch bestimmt auch mit Dingens lang, sag schon. Stadtbus. Achso, noch tiefer, Waldeck. Da. Nee, da ist tatsächlich nichts drauf. Und da auch nicht. Und da fahren auch viel zu viele, würde der Michael jetzt sagen. Ja. Ja, wie wir auf jeden Fall Waldeck Ost sehen. Ost sehen ist dieser hier gerade leer. Machen wir gerade auch schnell auf nicht laden und dann gehen wir hier hin und dann können wir den auch verkaufen. Und da sollten wir vielleicht dann doch zusehen, dass wir da einen Postbus drauf machen. Wo fährt diese Linie jetzt lang? Hier unten? Ne, nach oben und der wechselt da unten, wo die da unten sind. Und genau so ist es. Gut, das passt. Da sind zwei Busse drauf, weil auch zwei gerade bedient werden. Und hier sehen wir das, was der Michael schon schrieb. Details verkaufen. Details verkaufen. So, und einer reicht, ne? Oder wie ist das? Weil die anderen waren sowieso leer. Okay, dann haben wir das schon geklärt. Hier können wir jetzt nicht laden gerade klicken. Und machen das dann da identisch. Das hatten wir ja schon feststellen können, dass dem so ist. Jetzt ist die Frage. Warte mal, wir machen mal das Nichtladen aus und lassen mal gerade fahren. Er hat jetzt 0. Waldeck, Charles Darwin, Allee. Wo man es hier vielleicht ein bisschen besser sehen könnte. Naja, lassen wir erstmal so. Wir müssen aber auf jeden Fall gucken, dass wir zum Dingens kommen. Zum Depot kommen und den auswählen und sagen, du fahr mal Waldeck Ost starten und du fahr mal Waldeck West dann, ne? Waldeck West starten. Dann haben wir das auf jeden Fall gemacht und können die Waldecker Postlinie, die können wir dann entfernen. Guck mal, hier sind 37 von 68. Jetzt hat der andere keine, ne? Fahrziel Waldeck-Rabengasse. Aha. Ja, die zwei hätten noch da einsteigen können. Ich glaube, das ist nämlich das nächste in grün. Aus muss dann sobald leer. Machen wir so, wie der Michael das gesagt hat. Das macht wahrscheinlich Sinn. Gut, und dann können wir das Fenster schließen und da gehen wir mal auf die Waldecker Postlinie. Gehen auf das Fahrzeug und sagen mal ausmustern, wenn leer. Es ist noch die Frage, es könnte sein, dass die Post dann niemand mehr. Warte mal. Dann mach das mal wieder aus. Lass das mal laufen. Wir müssen nur gerade gucken, wenn der nach Flotow fährt. Pluto, der fährt dann zum Hafen mit der Post. Okay. Und fährt dann hier die ganzen Geschichten ab. Das bedeutet, wir haben niemanden, der die Post wegtransportiert in dem Sinne. Die wird nur untereinander verteilt. Das bedeutet, hier müssen wir schauen, dass wir hier den Postwagen dann ändern.
Das heißt, wir müssen die Linie ändern. Also wir machen da tatsächlich nicht laden, bis er leer ist und dann stellen wir um. Anders bringt es das nicht. Und dann müssen wir gucken. Können natürlich jetzt mal gerade das Fenster definitiv schließen. Der eine Bus ist weg. Und machen jetzt hier nochmal die Linie auf, die er fährt. Waldeck-Ahornstraße fährt er jetzt gerade an. Das ist verkehrt. Linie ändern. Waldeck-Ahornstraße. Jetzt ist die Linie wahrscheinlich auch noch so. Ja, genau. Müssen wir gucken. Er fährt zu Libellen. Okay, da müssen wir schauen. Waldeck-Ahornstraße fährt er jetzt an. Ach, er war gerade in Floto. Das heißt, er kommt jetzt hier hin. Das bedeutet, die Ahornstraße wird auch dann bleiben, ne? Weil da ist ja auch unser... Nee, Ahornstraße? Nee, Karl Marx ist es, wo der Umschlagplatz ist, oder? Schwierige Geschichte. Mach das mal zu. Und gehen wir gerade auf die Stadtbuslinien von Waldeck. Karl Marx. Waldeck West fährt Waldeck, Wurmstraße, Libellenstraße, Libellenstraße. Das ist auch noch nicht richtig, sehe ich gerade. Da müssen wir noch dran arbeiten dann. Waldeck Ost ist aber schon richtig, ne? Ne, da passt doch auch was dann nicht, oder? Ne, dann ist Waldeck noch gar nicht gemacht irgendwie. Da hatten wir wohl was mal geändert, aber nicht so, wie wir es richtig haben wollten. So sieht's aus. Okay, das bedeutet, da müssen wir dann doch noch dran arbeiten. Ich war davon ausgegangen, dass wir das schon gemacht haben, haben wir aber wohl nicht. Gut, der Postwagen fährt erstmal noch durch die Gegend. Das ist schon alles noch richtig. Wir haben Waldeck Ost und ändern jetzt die Linie. Und zwar so, dass er zur Karl-Marx-Straße fährt. Oder weil der Karl-Marx-Straße ja passt. Da kommt er weg. Fährt dann zum Ostdeutschen Rathaus. Und das ist auch richtig. Und nach dem Ostdeutschen Rathaus, nochmal wieder einfügen hier, kommt er hier hin. Fährt dann zur Rabengasse. Rabengasse. Wo ist die Rabengasse? Da oben fährt er hin. Ist ja auch richtig. Nee, Ostdeutsches Rathaus. Zum Maler. Ah, da haben wir jetzt nicht aufgepasst. Ist aber richtig. Malerweg. Fügen wir da wiederum das ein. Dann fährt er zur Roggenstraße. Da fügen wir das auch nochmal ein. Und Charles Darwin. Fügen wir das auch ein. So, die Roggenstraße, Rabengasse und das restliche hier, das kann alle gelöscht werden. Löschen. 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 Und löschen. So, jetzt fahrt er richtig, ne? Und zwar die 5 Halte hier hinten. Roggengasse, Charles Darwin, Raben, Maler und Ostdeutsches Rathaus. Das passt jetzt. Und Wechsel ist da unten. Dann ist das richtig. So, dann müssen wir das noch machen. Waldeck, Wurmstraße ist zu ändern. Auf jeden Fall. So, Waldeck, Wurmstraße war dann wahrscheinlich hier oben irgendwo. Ja. Fährt dann in den Einfügemodus erstmal rein. Fährt hier hin. Wurmstraße. Fährt dann zur Libellenstraße, die wahrscheinlich der in der Mitte ist. Ja. Äh,
Fügen dann da auch wieder den ein. Fährt dann zur Quecksilberstraße, die dann da rechts sein wird. Ja. Fügen den auch wieder ein. Waren da zwei Haltestellen? Nein, das war schon der andere Bus, die andere Linie. Dann Karl-Marx-Straße. Wo ist denn jetzt die Karl-Marx? Achso, haben wir gerade eingeführt. Quecksilber ist richtig. Die Bellenstraße ist dann verkehrt. Die muss weg. Dann zur Ahornstraße ist richtig, aber vorher wieder hier unten hin. Und dann wieder zur Karl-Marx. Fangen wir aber schon oben mit an. Das bedeutet, die letzten drei Halte können alle weg. So. Und dann fehlt uns aber noch dieser Halt hier. Waldeck-Lanzenstraße. Das bedeutet, hinzufügen ist richtig. Karl Marx ist richtig und der ist richtig. Und dann wieder hoch. Dann passt das. So, wie ist er unterwegs? Mit nix. Das ist auch gut. Das bedeutet jetzt, wir machen diese Linie. Und das ändern wir dann. Er darf nicht. Das ist richtig und der Rest ist falsch. Löschen. 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 Auch weg. 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 Das muss alles weg, sehe ich gerade. Und jetzt den da hinten und den da unten noch hinzufügen. Den halt. Dass er wieder lädt. Und das bringt er dann weg. Und dann muss man gucken, wie er da so ankommt, ne? Wahrscheinlich natürlich alles voll, ne? So, da ist er jetzt wo? Er ist auch gerade in Floto, oder? Ja. Und dann ist die Frage, wie die Auslastung hier ist, ne? Wenn er voll ist, kannst du gleich einen neuen Wagen draufschmeißen. Postsäcke. 909 über Karl-Marx-Straße. Und er bringt da 80 hin. Das bedeutet, diese Post, Waldeck, die können wir auch mal umbenennen dann. Ist dann Floto. Post, Waldeck, Floto. Ist dann richtig, aber die braucht weitere Fahrzeuge. Wo ist hier das Depot? Da. Waldeck, Post, Waldeck, Floto. So, und das kannst du gleich mindestens zweimal kopieren, denke ich mal. Also passt das schon. Viere sind da bestimmt drauf zu fahren. Ja, das müssen wir dann beobachten, ne? Wo fahren die jetzt hin? Ja, der fährt schon mal auf jeden Fall richtig. Dann kann er ja auch mal... Er könnte auch mal andersrum fahren dann zuerst. Machen wir mal so einen davon noch, ne? Gut, ich glaube, dann sind wir da soweit in der Reihe. Gut, ja, er hat 80. Achso, wir könnten jetzt nochmal schnell natürlich die anderen drei ein bisschen verfolgen. Was ist jetzt hier unten noch auf? Das ist der einzelne Bus, ne? Den hatten wir schon offen. Waren da zwei noch auf der Linie oder einer? Ich glaube, nur noch einer. Ja, passt schon. Gut. Das bedeutet... Am ostdeutschen Rathaus wurden 100 Passagiere, die weg wollen. So, ich glaube, da wäre es dann sinnig, dass man sagt, von da aus fährt noch ein Bus extra oder so, ne? Da sind 28 Sackpost. Wie viel hat denn so ein Bulli? 30. Okay, das geht. Vielleicht sollten wir dann da nochmal überlegen... dass wir da noch eine Buslinie einrichten, Karl Marx nach Rathaus.
Wie viele Passagiere gehen da rein? 68, okay. Der fährt da ein, zweimal hin, dann ist es leer, ne? Ich glaube, das lassen wir erstmal noch so stehen. Besser ist das. Ich glaube, das würde sich nicht lohnen. Der würde nachher nur Minus einfahren. Muss mal gucken, wie sich die 100 hier ergeben. Ist er jetzt der, der da oben auch fährt? Ich glaube, ja, ne? Also hier wären es ja schon mal weniger Postdecke, oder? Ja, auf jeden Fall. Okay, das ist alles gut. Er fährt jetzt 5 weg. Er fährt gerade welche holen, oder wo ist er? Okay, er fährt noch zum Hafen. Und er fährt auch zum Hafen, hat einen geholt. Er fährt nach Waldeck, bringt weg. Okay, dieser und dieser. Ja, das ist halt... Die eine Richtung lohnt sich, die andere nicht wahrscheinlich, ne? So, er ist voll. Ja, schwierig wird's, ne? Hier stehen immer noch die 100 Passagiere. Und jetzt ist die Frage, wann er denn da hinfährt. Zum Ostdeutschen Rathaus, ne? Ja. Werden aber nicht mehr, einfach aus dem Grund, weil er nicht mehr auf die Haltestelle gehen kann, das sein. Und der fährt jetzt noch woanders hin. Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Waldeck, Ostdeutsches Rathaus ist hier. Da ist ja schon offen. Das ist die Bushaltestelle, ne? Die Passagiere können erwarten. Das ist schon mal ein bisschen mehr, ne? Ich werde jetzt definitiv dann noch einen Bus gerade drauf machen und gucken, was dann passiert. So. Ja, die Postgeschichten, die fahren halt die 65 in eine Richtung, ne? Ich glaube, wir lassen mal diesen hier noch offen. Die beiden sind ja identisch, weil auch neu. Lassen wir mal so stehen. Und der Bus hier ist, ja, der fährt irgendwie schon passend, denke ich mal. Statistik. Ja. Freie Kapazitäten, aber das kann man da sehen dann? Ich glaube auch nicht, das ist ja nicht von Haltestelle zu Haltestelle, ne? Ich glaube, da kann man nicht so wirklich was sehen. Den lass mal so. Und wir basteln gerade eine neue Linie, ne? Neue Linie. Das ist hier. Nach hier. Waldeck Ostdeutsches Rathaus, ja. Das passt. Heißt nur anders. Stadt, Bus, Waldeck, Bahnhof, Rathaus, ne? Schuss. Und können wir schließen, dann müssen wir zum Depot und einen Bus da drauf setzen. Machen wir den mal. Stadtbus Waldeck, Bahnhof Rathaus, starten. Schließen, zugucken. So, wo fährt er zuerst hin? Zum Rathaus. Das ist nicht so gut. Lass mal lieber da, dann fährst du nicht so weit umsonst.
So läuft. Richtung ist die gleiche. Post 85 421 ist noch auf dem Rückweg. Ja, und der ist ja sowieso schon immer da am Fahren. Bringt Zähne zurück, ne? Das ist jetzt nicht viel. Jetzt ist die Frage, wann und wie viel baut sich das hier ab? Kommt da Post wieder rein? Oh, guck mal hier, Waldeck ist nur noch 28 Sack Post, oder was? Na okay, da unten gibt es auch noch welche. Ich glaube, das sind schon zu viele da auf der Linie. Du hast sowieso gerade nichts, dann fahren wir zum Depot. Ich glaube, drei sind dann auch zu viel. Aber warte mal, da kommt jetzt ein Postschiff rein. Da muss man mal gucken. Also hier ist ja jetzt gerade einer, der da noch nicht mal voll wird. Ja, ist da was für Waldeck jetzt reingekommen? Ich glaube nicht, obwohl da ist gerade der Postwagen gewesen, der abgeholt hat. Da sind vier Pakete für Waldeck jetzt dabei und mehr nicht. Dann war das schon alles die beste Lösung und ich glaube, da fahren jetzt immer noch Dreier drauf rum, ne? Was hat er denn hier mit? Ne, der fährt sowieso woanders lang gerade. Also er ist schon mal voll. War jetzt da unten und fährt auch voll zurück. Wahrscheinlich auch voll hochgefahren, ne? Ja. Ja, dann machen wir nochmal die Dingens auf. Waldeck Post war das. Der ist jetzt schon im Depot. Kannst du von der Linie nehmen. Und der machen wir nicht laden. Er fährt wieder voll zurück. Hier ist jetzt Waldeck, vier Postsäcke. Ich glaube, da sammelt sich nicht ganz viel an, ne? Da wird wahrscheinlich sogar einer reichen am Ende. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Aber wir haben auf jeden Fall die Masse runtergekriegt. So, er fährt da jetzt rein. Und kann jetzt zum Depot fahren. Dann gucken wir mal gerade hier rein, wie viel Post da ist. Ja, die Post muss jetzt intern verteilt werden, ne? Ja, so wie es aussieht, ist nur intern die Post gerade zu fahren. Der fährt ins Depot. Passt also. Und den kannst du gleich mal auch auf Nichtladen machen. Der eine reicht. Das ist irgendwo offen, hier. Hier ist gar keine Post für Dingens jetzt da. Okay. Der ist angekommen, dann hat sich das erstmal übrigt. Der ist leer und kann dann auch zum Depot. Okay, dann ist das geklärt. Der ist im Depot, das heißt, der kommt auch von der Linie gerade runter. Und der fährt da auch noch hin. Und er hier fährt wieder voll zurück. Wie viel haben wir hier? Ja, hier ist die Post jetzt nur noch unterwegs, aber Karl Marx hat jetzt 11. Jetzt ist die Frage, ob wir den einfach da runternehmen auf der anderen Linie. Ich denke schon, das macht Sinn. Aber das machen wir in der nächsten Folge dann. Da werden wir hier diese Direktlinie für Post, für Rathaus Dingens machen und der andere, der fährt halt die anderen Poststellen noch an oder Bushaltestellen an. Das klappt dann schon, das machen wir dann so. Das ist dann in der nächsten Folge dran, ne? Dann würde ich sagen, soll's für die Folge auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid.
Falls ihr noch nicht abonniert habt, macht das. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Und wenn ihr dann noch Lust habt, gebt der Glocke eine Chance, dass ihr euch mitteilt, wann das nächste Video hoch ist. Alles klar, bis dann. Tschüss.